Eure Pläne zum Eindringen in den Palast haben Form angenommen. Während Yharnam sich nicht weiter darum kümmert, sondern die anderen Helden durch die Stadt schickt, kämpft und gewinnt er selbstsüchtig in der Arena ohne Rücksicht auf die anderen. Kleidung, Handschuhe, Fluchtplan. Jetzt könnt ihr jederzeit in den leeren Palast vordringen und ausnutzen, dass dort niemand aufpasst. Seit mittlerweile einer Woche befindet ihr euch in der Stadt ohne Himmel und diese drückt auf euer Gemüt. Auf dem Zimmer und der Raum ist geschwängert mit dem Geruch einer Pflanze, die aussieht wie ein Männchen. Wenn ihr das möchtet, ja. Damit ihr euch wieder unterhalten könnt. Ja, ich würde vorschlagen, wir setzen unseren Plan alsbald als möglich um. Ich möchte gern aus dieser Stadt so schnell wie möglich hinaus. Ja, es gibt noch einen kleinen Nachteil. Die Handschuhe sind, entweder habe ich den falschen Händler erwischt oder einfach schweineteuer. Wie teuer sind sie denn? Die wollen 10 Dukaten als Wucherpreis pro Handschuh. Paar. Oh, Handschuh! Immer zeigt mal die Handschuhe, die sich gekauft hat. Die habe ich mir gekauft, aber ich kann das nicht. Das schaffe ich finanziell nicht, das alles vorzulegen für jeden. Du wohnst im Schwarz und Rot. Jetzt Ja. tu nicht so. Immer zuckt mit den Würfel mal Schultern. eine Es sind deine Überre Hände, Jalan. Überreden Lügen, Ömer, denn der Preis, der genannt wurde, ist 3 Dukaten. Und die anderen dürfen eine Menschenkenntnisprobe machen, um ihn zu enttarnen. Sie ist erschwert um erst einmal 19 und dann nochmal zusätzlich 3, wenn euch die Kulturkunde Tulamidenlande fehlt. 22 Punkte müsstet ihr schaffen. Doppel-1 ist immer drin. Heute nicht. Ich glaube nicht mal, das reicht. Dann Ich über glaubt ihr, Misslung, dass ihr Misslung, überrascht. Misslung. 55 Punkte. Ja, Ömer sagt wie immer die Wahrheit. Warum sollte er auch lügen? Der schafft's auch nicht. Aber wieso brauchen wir denn Handschuhe? Ich dachte, einer macht das vor mit der Leiter und dann braucht er erst keine Handschuhe. Oder nicht? Immer zuckt mit den Schultern. Es sind nicht meine Hände, ich kann euch nur sagen, was mir gesagt wurde. Die Felden sind auf jeden Fall, ich glaube, gefährlich nennt man das. Also, die sind scharf wie Glas und ja, Dann trotzdem hart wie Stein. müssen wir es tatsächlich so machen, dass nur einer hochgeht und dann die Leiter mitnimmt. Um Himmels Willen, dann besorg halt 5 Paar Handschuhe. 54 Dukaten. Also, könnt ihr später auf die Spesenliste setzen, die wir gewissen Herrn präsentieren. Man steckt die 50 Dukaten ein. Ich habe Ragnar einige Tage nicht gesehen. Ich auch nicht, der wollte sich doch. Nein, verzeiht, ich dachte, er hätte was vorgehabt, aber ich erinnere mich nicht mehr. Wer weiß, wo er gelandet ist. In dieser Stadt. Und wir werden ihn auftreiben müssen, bevor wir fliehen. Richtig, richtig. Also steht unser Plan soweit. Haben wir alles vorbereitet? Wisst ihr denn, Denke wo schon. dieser komische Stab ist? Ich muss noch eine Sache vorbereiten. Ich muss noch zum Sichelstiegtor und die Intrige auf die Gleise schicken, damit wir sozusagen das Tor geöffnet bekommen, wenn wir da durch wollen. Was sage ich dem dann denn? Woran erkennt er uns? Wie weiß er, dass wir da durch wollen? Erkennt Was es ist das daran, dass ein Signal? Streitwagen mit 4 weißen Pferden vorne dran auf das Tor zugefahren kommt? Zugerast kommt. Gut, das werde ich dann so Oder weiternehmen. sollen wir noch einen Dunkelsteinbanner hochhalten vorher? Ich denke, Streitwagen mit 4 weißen Pferden sind selten genug. Bevor ich jetzt in ein extremes Fettnäpfchen trete, unser Streitwagen hat 4 weiße Pferde davor, ja? 4 Weiße. Gut. Quadriga. Ömer, aber wenn du eh gerade zum Lederhändler gehst, kannst du mir noch was mitbringen, damit ich meinen Speer vernünftig auf meinen Rücken schnallen kann? Ich traue dem alten Konstrukt nicht so wirklich. Klar, was denn? Ja, keine Ahnung, so ein Umschnallgurt, das wird er bestimmt haben. Weiß nicht, was sowas kostet. Kannst du das gut einschätzen? Ich habe noch nie mit Nein, aber Leder gearbeitet. ich denke, das wird recht günstig sein, weil du einfach nur ein langes Lederband haben willst, unverarbeitet, was du dann selber an zwei Enden an dem Speer ranknüpfst, also verknotest. Ja, du wirst das schon wissen, aber hier ist ja alles teuer. Drück dir mal Ja, zu zwei ich denke aber, du möchtest nicht irgendwelche Unmetalle, Unelemente benutzen, weil ja, die sind eben Nein, nein, nur dämonisch Leder. aufgeladen. So einen Dreck wollen wir doch nicht, oder? Nein, nein, nur so ein Die Lederband. Handschuhe gibt es auch günstiger. Ich glaube, ich kriege die für irgendwie einen halben Dukat oder einen Dukaten, wenn es hochkommt, aus Unmetall. Aber dann hat man das Problem, dass die Dinger einem vielleicht selber beißen. Nein, nein, das ist auch nicht gut.
Kannst du, soll ich dir das Geld einfach wiedergeben oder soll ich dir das auslegen? Wie ist das überall? Ich werde dir dann später sagen, was das Lederbandchen gekostet hat, wenn es überhaupt viel kostet. Okay, gut. Wenn es jetzt irgendwie unter einem Silber kostet, dann ist die Sache durch. Das ist mir egal. Gut. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, sonst vergesse ich das bestimmt. Ja. Wie ist jetzt unser weiteres Vorgehen? Am heutigen Tage. Erst einmal werde ich gleich noch zum Lanzenreiten antreten. Was? Wieso gleich? Wir haben es doch später in der Nacht oder abends. Haben wir? Sorry. Verpeilt. Ja, ich vergesse auch manchmal die Zeiten so, aber... Also wenn ich das richtig verstanden habe und diese Zeitmessgeräte hier funktionieren, dann... ist jetzt gleich diese Stunde, wo man schlafen darf. Ja, der Himmel hier kann einen wirklich verwirren. Gut, dann werden wir gleich erst einmal schlafen oder ruhen. Dann werde ich dann noch... Ich schaue nochmal auf das Stundenglas, ich tippe da nochmal drauf, scheint festzuhängen. Zum Lanzenreiten antreten. Ihr werdet währenddessen eure Sachen alle beisammen nehmen und bereit sein. Sobald alles durch ist, warten wir die Siegerehrung ab und brechen währenddessen in den Palast ein. Sorgt dafür, dass ihr alles habt. Danach werden wir unter Umständen keine Möglichkeiten mehr haben, Besorgung zu unternehmen. Denkt doch auf jeden Fall an Proviant. Nicht, dass wir da auf dem Weg verhungern. Nun, viel Gutes werden wir hier nicht bekommen, doch. Ne, genug von dieser schwarzen Brühe wahrscheinlich. Soll ich mitkommen in den Palast? Einbrechen? Nein, du wartest beim Wagen. Das ist eine viel wichtige Aufgabe. Also ich soll jetzt auch nicht vorreiten oder so. Zur Arche. Das stand ja mal im Raum. Klick mal in die Runde. Das klingt nach einem machbaren Vorschlag. Das ist eine gute Idee. Nimm dir am besten Ragnar mit. Starkart, Verzeihung, nimm dir Starkart mit. Ich weiß nicht, wo der ist, soll ich den suchen in der Stadt? Um Gottes Willen, nein. Nimm ihn nur mit, wenn er wieder auftaucht. Falls er sich hier blicken lässt. Also er sagt immer, er kennt sich in so dunklen Landen aus. Er sagt, er hat hier mal gelebt. Ja. Wie gesagt, falls er sich blicken lässt und nicht stolz besoffen ist, nimm ihn mit, kundschaftet schon mal die Arche aus. Falls es dort Probleme gibt, die auf uns warten, fängst uns auf der Straße ab, bevor wir da in irgendetwas reinreiten. Was ist mit den Eseln? Die können wir nicht mitnehmen. Die kann er ja mitnehmen. So. Das ist eine gute Idee. Nimmt Leonardo mit. Den Esel. Der ist draußen im Stall gebunden. Ja, dann haben wir drei Esel, ja. Wenn die von Starkheit noch da sind. Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Wenn sie noch da sind, nehmen sie mit. Okay. Ich glaube, diese Esel waren im tropischen Landhof angebunden. In seiner Unterkunft. Ja, muss ich gucken. Zu welcher Stunde wollen wir in den Palast einbrechen? Zu der Stunde, in der die allgemeine Siegerehrung stattfindet. Ihr wisst schon, wenn alle in der Arena sind und Galotta beim Reden zuhören. Nun gut. Nun hoffen wir, dass das so funktioniert. Das wird wohl nach dem Finale im Zweihand im Schwert und Schild sein, meine ich. Wie das jetzt? Dunkelstein-Banner, ja oder nein? Am Wagen von uns zur Flucht? Nein. Nein, okay. Wird auch so erkennbar genug sein. Wir nehmen das Zeichen von Schnetterbohr. Haben wir nicht mehr, das haben die Ogre gefressen. Ach so, mit eurem Pferd, ne? Musst du nicht gehen! Ich kann noch gehen, ja. Nein, 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 wenn du gehst, kommst du nicht mehr wieder. Setz dich da in die Ecke und sei still. Also haben wir dann alles. Sind wir vorbereitet? Wissen wir denn jetzt, wo dieser Stab ist, den wir da suchen? Er ist... zwei Stockwerke über dem Thronsaal Galottas. Das sind dann Privatgemächer, hat einfach mal irgendwie angemerkt. Sonst wird es das Beste sein, wenn einer von uns versucht, dort hineinzukommen, unauffällig den Stab mitzunehmen und wieder herauskommt. Ich glaube, unauffällig geht das nicht. Er war doch in diesem speziellen Raum. Ich wollte sagen, der ist ein ganz spezieller Raum. Wahrscheinlich wird man kämpfen müssen, um da reinzukommen. Wurde dieser Raum nicht Halle der Trans Arcanomoven Mofrosen genannt? Ich bin mir nie ganz sicher. Ist das wieder so ein seltsames Wort wie euer Phantasma irgendwas, das ihr in Gareth hattet? Phantasma Logogrün. Natürlich.
Gut, also in seine spezielle Kammer brauchen wir also einen Magier, der am besten dabei ist, oder beide, damit das irgendwie, was auch immer da kommt, erkannt werden kann, was da auf sich zukommt. Und da sich die Magier wohl kaum unauffällig bewegen werden, werden wir also alle mit müssen. Also ich möchte auch bitten. Nur falls etwas schief geht. Wir treffen uns eher doch alle in dem Zugang, in der Zugangshalle zur zum Schwarzpalast, in der Wäschekammer, könnte man sagen. Aquädukt, ja. Sorgt dafür, dass die Uniformen bereit liegen. Ich hatte vorgehabt, eigentlich Bedienstetenuniformen. Sie sind wesentlich leichter zu beschaffen. Solange es etwas ist, wenn ich entdecke. Bedienstete fallen aber auch auf, wenn sie mit Magierstäben und schweren Waffen durch die Gänge laufen. Ich könnte an meinen Stab ein paar Stücke Stroh binden. Das sieht aus wie ein Besen. Ich glaube, dass die Sklaven dort unauffällig sind, aber komplett unbewaffnet, noch nicht mal seinen Gehstock dabei haben. Und was läuft denn da sonst? Was läuft denn da an Personal rum, was jetzt keine Wache ist? Ihr wart doch schon mal dort. Was dort rumläuft? Nun ja, Magier. Zumindest die zwei, die ich kenne, die drei, die ich kennengelernt habe, zwei, die ich kennengelernt habe. Gut, die Magie wird man wahrscheinlich kennen, die da rumlaufen, oder? Davon gehe ich aus. Vielleicht hat er noch ein paar Gehilfen. Dann natürlich die übliche Irrhalkengarde. Ich glaube, mich zu erinnern, dass dort auch eine spezielle Wache noch rumlief. Ja gut, eine spezielle Person können wir ja schlecht imitieren. Nein, eine spezielle Wache, die wahrscheinlich nur für den Schwarzpalast zuständig ist. Laufen dort denn überhaupt Zwerge rum? Ich habe keinen gesehen. Aber das musst du nicht verheißen. Aber wenn kein einziger Zwerg in Irrhalkengarde ist, fallen wir sehr schnell auf. Dann müsst ihr euch herausreden. Wie gut kennen die sich denn? Weißt du, hat es jemand rausgefunden? Na, zumindest können wir es mit Verstecken versuchen. Dass ihr sozusagen sozusagen immer erst rankommt, wenn irgendwie jemand anderes Handzeichen gibt, dass es los weitergeht. Dass man möglichst in der Hoffnung ist, dass wenn wir Gardisten begegnen, dann nur speziell Leute von uns den Gardisten begegnen. Wenn wir aber auffliegen, wäre ich eher in einer... Würde hier aussehen, als sei ich in einer Autoritätsposition, als irgendwie als Diener herumlaufen. Zudem ist der Palast riesig, also da verlaufen sich die Leute eher, anstatt gefunden zu werden. Es gibt Hallen oder Gänge, die mehrere hundert Meter lang sind, wozu sie ihm auch dienen mögen. Holen wir denn erst den Stab oder erst den Mann? Wir holen erst den Stab, denn wir müssen... Unsichtbar wir müssen werden. Verhindern, dass wir richtig entdeckt werden, während wir Ulaibert aus seinem Problem befreien. Es gibt natürlich vieles, was bei dem Plan von sehr viel Glück abhängig ist. Das tut es immer. Wenn etwas schief geht, müssen wir improvisieren. Auch das tun wir ja immer. Es kann durchaus sein, dass der Stab nicht da sein wird. Vielleicht hat Galotta ihn ja bei sich und vielleicht ist Ulaibert selbst bei dem Turnier, bei der Siegerehrung. Aber wenn der Stab doch... Der Stab ist doch nur für Magier, richtig? Der Stab dient dazu, die fliegenden Augen zu kontrollieren. Ja, aber dann ist da doch bestimmt ein Magier vor Ort, der das macht, oder nicht? Ich glaube... dann stechen wir den halt ab. Ja gut, aber wenn da halt Magier sind und vermutlich Wachen, dann wird das allerdings alles andere als einfach. Ich denke jedenfalls nicht, dass Ulaibert bei der Siegerehrung sein wird. Zu den anderen Feierlichkeiten und Turnierdisziplinen hat man ihn auch nicht rausgeholt, nur zum Wagen reiten. Und einmal am Anfang, als die Gefangenen vorgeführt wurden. Vielleicht sollten wir auch eine Art Ablenkung vorbereiten. Das hatte ich vor. Warum sollten wir sie darauf hinweisen, dass irgendetwas schief sein könnte, wenn sie alle in aller Ruhe bei der Siegerehrung sitzen? Ich denke, spätestens wenn wir versuchen, den Stab zu bekommen, werden wir auffliegen. Ja, wenn wir so lange einen Rückzugsweg offen halten müssen, bis die Magier fertig sind. So gut. Was für eine Ablenkung habt ihr denn geplant? Ich hatte meine Intrige. Ich hatte gewisse Schwierigkeiten mit dem Hofmagier. Asmodeus von Andergast. Und ich hoffte, ihn aus meiner Gleichung zu entfernen zu können. Aber so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, diese Intrige einzufädeln.
beziehungsweise in letztendlicher Konsequenz durchzuführen. Da wir ja vorher fliehen wollen, wenn ich richtig verstanden habe. Vor dem abschließenden Fest im Schwarzen Palast. Also, vor dem Fest im Palast. Ja, warte, Frosty. Und ihr Plan wird erst im Palast gefeiert und dann draußen oder erst draußen und dann im Palast? Nachdem das Turnier abgeschlossen worden ist, gibt es sicherlich irgendeine Ansprache vom Turniermarschall, der dann die Gewinner ausruft und danach darf man dann mit Prunk einziehen in den Palast. Also wir müssen während dieser Ansprache, beziehungsweise während dieses Einzugs im Grunde agieren, bevor die alle drin sind. Naja, oder man macht es halt vorher. Macht es halt vorher. Während dieser Ansprache. Wird ja das längere Zeremonie sein, nehme ich an. Naja, oder man, also ich weiß nicht genau, wofür braucht man dich? Stellt euch die Frage. Für die Sicherheit. Wenn wir irgendwie drei Gardisten um die Ecke kommen, möchtest du dann, dass der Zwerg allein da steht? Ja, der Zwerg, die beiden Magier und... Das ist die Überlegung. Wenn ihr niemanden braucht, der Gewalt tut, dann könnt ihr mich hier lassen. Also ich würde ungern die Gruppe auseinanderreißen. Vielleicht können wir es anders aufziehen. Wir stehlen den Stab, warten dann das Fest ab und nutzen sozusagen die Aufregung, die hoffentlich entsteht, zur Flucht mit dem, wie heißt er nochmal, Udalbert. Anstatt aus einem leeren Palast zu fliehen, wollt ihr also aus dem Wespen erst abhauen müssen. Genau, wenn es ein Wespennest in Aufruhr ist, hoffe ich, dass unsere Flucht nicht weiter auffällt. Auch sehr riskant. Überall im Master riskant. Okay. Wir flüchten leise oder laut, egal, aus dem Palast heraus. In welche Richtung? Wieder runterklettern, die Schrittleiter? Wieder das Aquädukt irgendwie entlanglaufen über den See? Wenn wir keinen Weg zu Fuß auf Bodennähe finden können, dann ja. Also zurück zum Aquädukt, auf den See, dann setzen wir ans Ufer. Wechseln dort auf den Streitwagen und fahren aus dem Sichersteg-Tor. Wo wollen wir denn unseren wertvollen Streitwagen, der uns hier rausbringen soll, parken? Und wer bewacht ihn? Das ist eine gute Frage. Blutkrug kann man ja parken, oder? Dann müssten wir zu Fuß bis zum Blutkrug durchkommen. Naja, immer Gramfeld des Bauern. Bauern dort haben Scheunen. Für ein bisschen Geld könnte man vielleicht dort... einen Bauern finden, der uns vielleicht nicht verpfeift, wenn wir ihm einfach klar machen wollen, dass wir hier nur unseren Streitwagen unterstellen wollen und an dem Tag, wo wir flüchten wollen, wird er dann bereit gemacht und dann bereit da stehen gelassen. Dann hast du hoffentlich Wechselgeld von den Handschuhen mitbekommen, denn ich habe nichts mehr. Wechselgeld? Ich meine, das sind ungefähr 50 Dukaten, die ihr mitgebt und ich muss doch auch für Ragnar Handschuhe kaufen, das sind doch genau 50. Warum braucht Ragnar Handschuhe? Ragnar klettert doch gar nicht mit. Gut, dann werdet ihr auf jeden Fall natürlich was zurückkriegen. Sorgt dafür, dass wir dafür einen Stellplatz kriegen. Okay. Die Frage ist, wollen wir wirklich aus dem Sicheltor hinaus oder nicht lieber aus einem anderen Tor hinaus? Denn das Sichelstegtor ist das wir aufkriegen. Richtig? Stark, ja, das Sichelstegtor ist da ist ein Wachhauptmann, den ich jetzt... noch bestechen muss. Ich werde gleich mich erstmal hinlegen und dann wird der wird wahrscheinlich auch schlafen können als Hauptmann des Wachetors da, der Oberfeldweibel, wie auch immer. Und dann werde ich den bestechen gehen. Nun gut. Denn mir ist der Gedanke gekommen, wenn wir wirklich aus dem Tor hinausgehen und es herauskommt, dass dorthin die Richtung natürlich die meisten Suchen gemacht werden. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne das Kaisertor oder das andere Tor klar machen, dass wir dort auch noch rauskommen könnten, wenn wir doch schnell umplanen wollen. Wenn ihr nicht irgendwelche Zauberei im Handgelenk habt, die das Tor in Holzsplitter verwandelt, fürchte ich, das wird nicht gehen. Dachte ich mir. Also gut. Abgesehen davon wird es, wenn wir nicht allzu auffällig sind, eher wie eine Triumphfahrt aussehen, wenn wir hier die lange Straße Richtung Norden nehmen, auf das Tor zuerst einmal. Wenn wir verfolgt werden, haben wir Probleme.
unser Plan gefällt mir weniger und weniger. Ja, er ist richtig, richtig gefährlich. Das ist ja so, wie das liegt daran, dass wir keine Informationen darüber haben, was wir genau tun wollen. Nein, was wir genau tun müssen. Wir müssen den Stab besorgen und wir müssen Den Stab besorgen ist ja schon mal so allgemein gesprochen, hoher Herr. Da sind ja tausende Dinge. Wenn man ihn anfasst, geht ein Alarm los. Kriegt derjenige, der da irgendwie mit diesem Stab verbunden ist, wenn da jemand verbunden ist, sofort Bescheid. Setzt sofort alle Getongis aus und jeder, der ein Getongi jetzt hier irgendwie von dem Stab vielleicht zugewiesen bekommen hat, weiß sofort Bescheid. Ist es so, dass keiner Bescheid weiß? Wir sprechen von Dingen, wovon wir keine Ahnung haben. Deswegen sage ich ja, wir spielen hier mit ganz, ganz vielen Unsicherheitsfaktoren. Weil wir Dinge, einfach die wir ins Blaue hineintappen. Deswegen wäre ich auch eigentlich lieber dabei, denn wenn es hart auf hart kommt, wäre es mir ganz lieb, wenn wir einen Weg durch erzwingen könnten, wenn es sein muss. Ja, natürlich seid ihr dabei. Gerade eben klang das ja nicht so. Doch, ihr müsst dabei sein. Wenn es zum Kampf kommt, wird eure Kampfkraft bitter benötigt. Not. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Wir könnten natürlich gucken, dass wir vielleicht ein paar Leute anheuern, die hier in der Nähe vom Institut parken und bewachen, weil wir behaupten, dass wir jetzt im Institut der Tiefenforschung noch einiges erledigen wollen. Und wenn wir hier vorne runterklettern, beziehungsweise hier wieder ankommen, können wir hier zum Institut und hier neben das Institut und dann schnell auch zu unserem Wagen und mit dem dann flüchten, zwar quer durch die Stadt, ohne dass wir das quer durch die Stadt laufen müssen. Ja. Also wenn wir aus dem Palast rauskommen mit Alarm, dann müssen wir, glaube ich, schnell sein. Wenn wir ganz leise rauskommen, können wir auch gemütlich zum Sichelstiegtor wahrscheinlich marschieren. Richtig. Das ist gut, aber wo zuverlässige Söldner hernehmen? Ich glaube, dass man bestimmt ein paar Söldner findet, die für Geld einen Streitwagen mal einen halben Tag lang bewachen. Weil man am Institut der Tiefenforschung einiges zu erledigen hat. Ich würde normalerweise Ragnar darauf ansetzen, Starkart darauf ansetzen. Ja. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Kann ich mich da auf dich verlassen? Ich will ungern mein Gesicht in einer Söldnerkleife blicken lassen. Nicht, dass Leute, bei denen ich mich in letzter Zeit ungeliebt habe, uns da in die Suppe spucken wollen. Ja. Ich weiß noch nicht, was Söldner kosten. Vielleicht gebt ihr mir da so ein paar Ratschläge, wenn ihr so etwas wisst. Man kann rechnen, bei abgerissenen Typen, wenn ihr 2-4 Taler am Tag geben. Je nachdem, wie abgerissen. Also, für den Mann. Für so einen kurzen Auftrag, wenn sie eher ein bisschen mehr haben wollen. Wenn ihnen erklärt, dass nicht gekämpft wird, werden sie sich mit, ja, sagen wir, 5 Talern wären sie richtig gut dabei. Pro Mann natürlich. Ja, ich sollte wahrscheinlich 4 Stück dann anheuern, dass wir da sozusagen, dass der Wagen wirklich auch gegen ein paar Schläge abgesichert ist. Denn der Wagen ist ja wertvoll und klauenswert. Mhm. Richtig ist, dass du denen klar machst, dass sie vermutlich nicht kämpfen müssen, sonst werden die Preise schnell durch die Decke gehen. Ja, wir sagen einfach, der Wagen muss sozusagen jetzt hier bewacht werden, weil wir da später noch eine Siegesfahrt machen wollen. Wir vorher aber im Institut der Tiefenforschung noch einiges klären wollen und... Wir wollten uns ja schon immer mal dieses seltsame Tauchboot ansehen. Richtig. Ja, wie auch immer. Ich sag denen einfach, dass die hohen Herren, für die ich arbeite, im Institut der Tiefenforschung sein wollen und dass mich das nichts angeht und die erst recht nicht. Ich glaube, das wird hier allgemein so gehandhabt, dass das Gesindel nicht weiß, was die Hohen Herren tun. Und so ist das auch richtig. Nun gut. Geht es sonst noch etwas? Wir werden dann Stahlmann noch mal ein Pferd und die Esel geben und er wird dann den Galeerenbrecher auf uns warten. Und der fährt dann jetzt sozusagen mit welchem Streitwagen fährt der vor? Haben wir 2? Streitwagen, nein. Ach, mit der Leute, der geht vor mit den Eseln allem drum und dran. Genau. Ich bin am überlegen, ob ich ihm nicht mein Streitpferd mitgeben soll, damit ich dann auf dem Wagen mitfahren kann. Also mir ist das alles zu viel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sagt mir jetzt, wir werden ihm nicht mein Pferd mitgeben. Gut. Du nimmst die Esel, gehst sogar Galeerenbrecher, lässt dir von... Wie nennt ihr euch mittlerweile? Dem Geist. Ja, lässt dir von... Wie nennt ihr euch mittlerweile? Theonin? Theonin, genau. Ja. Von Theonin hier ein paar Kettchen geben und schlägt sie da schön in den Wanst voll. Wer ist Theonin? Ich bin eher hier mit dem Kittel. Ich dachte, du bist. Sagt ja, okay. Ihn nicht. Ja, okay, dann warte ich bei der Galeerenbrecher. Ich schnipp ihm so einen Dukaten zu. Hier, fürs Bier. Ja, danke. Übertreibt es aber nicht. Ich probiere mal dieses schwarze Bier aus. Hab ich ja von Optoliten gelesen. Tropisches Dunkel heißt es.
aus purem Schwarzkorn nach ysilischem Reinheitsgebot. Das will ich ausprobieren. Das sind eure Körperteile, die abfaulen. Zwergen haben einen Eisenmagen, das weiß doch jeder. Was beweisen wäre. Wie gesagt, seid vorsichtig und redet nicht. Vor allen Dingen nicht mit unmutigen Leuten in der Galeanbrecher. Nee, nee, keine Sorge. Ich bin doch nicht dumm. Also, Mann. Ein vielsagender Blick. Ihr seid halt dich einfach ruhig. Ihr seid für den Jungen verantwortlich. Sorgt dafür, dass es glatt geht. Ja, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Palast alle sterben, ist viel höher, als dass er das versaut. Seht ihr, wenn ihr nach 3 Tagen nicht da seid, dann werde ich ohne euch aufbrechen, okay? Das ist dann, das ist genehm, ja. Torgosch, hast du noch irgendwie ein paar letzte Worte für die Ahnenhalle, für deinen Opa oder so? Falls ihr nicht. Ach, ich überlebe das. Okay. Das ist die falsche Einstellung. Wollte nur fragen. Deinen Lohn kannst du einfach von dem Geld nehmen, das ich dir mitgebe. Okay. Kein Problem. So, bitte einmal jeder seine hier Hände ausstrecken. Und dann sieht man, wie immer seine Hände gegen eure Hände legt. Mhm, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Gut, dann weiß ich zumindest, dass die Handschuhe... Oh, ja. Gut, dass wir das geklärt haben, Eisemann. Ihr braucht etwas deutlich kleinere Handschuhe. Gut. Mach mal eine Schneidernprobe. Ja, mal die richtige Größe abschätzen. Das versucht immer damit herauszubekommen. Ja, da sind 6 Sterne übrig. Zum Einschätzen müsste das vollkommen reichen. Ja,